Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von World of Tanks. Die erste Folge aus Version 9.2. Und wir starten direkt. Ich habe gerade das Spiel erst gestartet. Wir starten auch direkt in dieser Garage, die mir ungemein bekannt vorkommt. Ich kenne diese Garage noch. Und zwar Silvester. War es Silvester? Nee. Wargaming 15 Jahre. War das dieselbe Garage? Ich glaube, ich rede übel laut. Dieselbe Garage, nur dunkel, Nacht halt. Und ich nicht so ganz so umfangreich mit den ganzen Flugzeugen und so. War aber halt dasselbe Setting hier. Der Tower. Ja, Tower. Naja. Das Hangar hier. Und dahin die Kriegsschiffe und hier halt die Waffenanlage so. Flugfeld und allem. In Hangars. Aber hier die Bf 110 und hier die kleine Messerschmitt und so, die sind alle neu. Hier auch die 109er. Und hier die ganzen, der Leopard hier, die 100, der Waffenträger und so, die sind alle neu. Die waren damals nicht. Aber dafür war hier übelst das geil. Ich habe da, glaube ich, auf meiner Facebook-Seite, auf dem, in der in der Bildergalerie, da müsste noch so ein Foto sein, wo der E75 so steht bei Nacht und so. In derselben Garage. So. Ich habe jetzt hier einfach mal angemacht. Und ich habe ja mitbekommen, dass jetzt hier der Conqueror, der Top-Arm vom Conqueror, ist ja jetzt hier im oben an der Spitze Angebot. Und da würde ich mich schon gerne so ein bisschen dran orientieren. Das heißt, ich werde jetzt eventuell mal jede Runde so einen Conqueror einschieben. Was. Also, das kann man mir ja mal als Bewertung schreiben, wie ihr das findet, wie du das findest. Mich hier mal wer kommentiert. Dann kann mir das ja gerne mal wer sagen. Und dann sage ich, okay, wenn euch das nicht gefällt, dann lasse ich das. Wenn schon, dann mache ich das natürlich. Ja. Ich würde immer die Conqueror-Runde für die nächsten Folgen als Anfangsrunde setzen. Und ja. Und dann immer als zweites so eine Random runter, wenn das gefällt. Muss natürlich jetzt erwähnen, ich versuche jetzt gleich wieder. Moment, muss kurz überlegen. Theoretisch 7 Folgen zu machen. Das heißt, diese Kommentare mit den Conqueror wären dann praktisch erst wirksam. Übernächste Woche oder ja, über, also nicht diese folgende Woche Montag, sondern danach die Woche Montag. Das wäre am un momento, por favor. Das wäre theoretisch was haben wir denn heute? Haben wir heute mal den zweiten, ne? Mo was ist Montag? Montag ist ja theoretisch der vierte eigentlich. Müsste eigentlich der 11. sein. Also am 11. wäre dann theoretisch, ab da wäre dann das möglich, dass ich das hinnehme und mache. So, ich fange mal mit dem Conqueror an, wie gesagt. Gucke auch, dass ich jetzt hier, dass ich die Folgen jetzt immer so auf die, upa, jetzt glaube ich so, dass ich die jetzt immer so auf 15 Minuten halte oder so. Und ich habe halt, wie ich vielleicht, also ich habe das geschrieben, aber wie vielleicht gelesen wurde, habe ich jetzt immer so einen Rhythmus von, ich lade jetzt, ich kann. Oh, was ist hier los? Ich kann jetzt am Tag theoretisch 4 Folgen uploaden. Entweder 4 Folgen, also immer vorauswirkend, dass ich praktisch frühst die Folgen für den Tag und dann nochmal 2 Folgen für den nächsten Tag, dass ich das dann in der Woche immer höher staffle. Oder ich mache halt, lade praktisch frühst Folgen hoch für den Tag, lasse über den Tag meinetwegen Folgen laufen für. Also, dass ich halt, ich bin halt immer überlegen, Tomb Raider müsste ich mal weiterführen. Ich habe momentan so also ein bisschen noch nicht so das Vertrauen gefasst, weil ich da mit den Rechten noch nicht ganz so vertraut bin, weil ich das mal erwähnt habe, auch in dem Tomb Raider Let's Play, ja, da so eine Rechtssache ist, weil die das nicht, das ist ja Square Enix und die wollen nicht unbedingt, das ist Square Enix, jetzt bin ich gerade überfordert. Es war Square Enix, glaube ich.
Die haben da so gesagt, ja, wir wollen das nicht unbedingt. Und eigentlich ist es jetzt, wenn man sich da genug mit denen auseinandersetzt, dass sie sagen, ja, komm, ich habe für eine Folge auch die vollen Rechte bekommen. Mittlerweile. Aber für die anderen nicht. Und deswegen habe ich auch die Folge 4 noch lange nicht hochgeladen. Übrigens habe ich hier übelst die Lag-Spikes, Frame-Drops, Lag-Spikes, das ist was anderes. Das ist im Prinzip Lag-Spikes, ist, wenn die Pings übelst hochgehen, weil die Verbindung abkackt. Und Alter, die haben die ganzen Heavies auf der linken Seite sich jetzt erst. Ich habe jetzt hier gequatscht und habe nicht auf die Karte geguckt. Ich fahre hier mal. Warum? Hallo? Bestimmt dumm, was ich jetzt mache. Hallo? Was ist da wer? Ich weiß gar nicht, ob das Spiel so leise ist. Ich kann das gar nicht so fassen gerade. Also wenn es so sein sollte, dann würde ich es gar nicht merken. Das ist ja 1905, ne? Also hier geht ja gut was ab. Die sind da oben alle auf der Stadt. Jetzt müsste der Tiger, müsste doch eigentlich gleich da kommen. Theoretisch. Also auf Wetten, der schießt mir gleich durch die Wände durch und beschädigt jetzt erstes Munitionslager, wenn er da kommt. Weil er kommt da nicht, oder? Kommt der da? Ich kann ja jetzt hier nicht losfahren, denn dann kommt der da. Mitten auf dem Feld stehe ich in einer doofen Position. Ne, wie gesagt, deswegen habe ich auch die vierte Folge von Tomb Raider noch nicht hochgeladen. Würde dann aber eventuell. Ich fahre hier nicht rum. Ich traue mich nicht. Also ich traue mich schon, aber es ist wahrscheinlich echt dumm, wenn ich das jetzt mache. Ich mache das jetzt trotzdem. Ich habe das schon mal erwähnt, man muss manchmal. Jetzt hat doch schon was auf mich. Oh. Ja. Ach, ja. Jo, alles klar. Ich treffe den nicht. Das Gefühl, das Spiel ist übelst leise. Ich hätte ja schon die eine Art getroffen, also alles easy. Das ist geil. Ja, Karnevan. Ich fahre da nicht nochmal rum. Weil halt, das ist halt wieder die mich, der mich sehen, so instant. Das ist doch scheiße. Ja, die Karnevan-Runden werden sich wahrscheinlich durch effizienten. Wenn ich jetzt nochmal rumfahre, dann knallt die mich weg. Wetten? Die wartet doch da. Wo ist denn eigentlich der Tiger abgeblieben? Der war doch da. Der sah weg, oder nicht? Ein Tiger lebt ja noch, aber der andere ist tot. Alter, wenn die mich da wegknallt, ne, wenn ich da um die Ecke fahre, ich nehme kurz. Dann flippe ich aus. So, ich muss erstmal kurz die Tasten finden. Ist hier sowieso jemand. So, zack. Scheiß Arti, ne? Ich weiß nicht, wie die steht, aber die können hier auf jeden Fall herschießen. Hätte mich ja voll. Oh! What the fuck? Ich hab's euch gesagt, Freunde. Diese Dreck-Arti. Ganz ehrlich. Ich jag die gleich aus dem Loch. Momentan steht's für uns besser. Ich will nicht sterben, wenn wir hier Sieg einfahren. Dann wäre das mal zwei. Das ist mal zwei. Wenn ich geguckt. Das wäre direkt gleich wieder für den Arsch und das wollen wir ja nicht. Das macht keinen Spaß, wenn ich hier nicht angreifen kann. Die wartet doch da nur. Die knallt jetzt den weg und dann fahre ich rum und dann knallt die mich weg. Ja. Dieses Scheißding, ganz ehrlich. Wie schnell lädt die denn nach? Jo. Es ist ein Wichs. Mir hilft hier auch keiner. Ach. Fahr doch mal zurück hier, Mann. Schon genervt, ey. Erste Runde, weißt du? Und es ist nur Assi-Scheiße. Hilft dir keiner hier in der Stadt? Und die Dreckart, die ballert nur auf mich. Möchte ich die schon mal voll flamen? Da steht sie, die eine Wichser-Arti. Weißt du, hat die keine Hobbys oder was? Rexvieh. Das ist ja nicht die, die mich getroffen hat. Jetzt kann ich hier nicht rumfahren, weil die mich dann wegknallt. Das Scheiß-Dreck-Ding. Ach, was ist das denn? Ey, hoffentlich knallen sie die Drecksobjekt 261 gleich weg. Diese Hustensaft-Wichs-Scheiße. Ganz ehrlich. Das wird dir mal zwei. Ich hab dir einmal Schaden gemacht bis jetzt und prall an dem Wichs-Ding ab. Da fährst du da rum. Und kriegst sofort von dem Teil. Ich kann hier nicht rumfahren, weil der mich spottet. Dann knallt die mich weg. Hat die nicht andere Probleme, anstatt auf mich zu zielen jetzt? Auf, jetzt kommt die gleich von da vorne. Und weil ich so auf den fixiert. Ne, der kann ja nicht rumfahren, oder? Wenn er hier rumfährt. Er knallt den hin rein. Die sollen die Art. Die hat doch andere Probleme wie mich, oder? Ich fahr jetzt hier rum, ist mir scheißegal. Die wird doch wohl auch was anderes schießen, die Affen.
Auf mich? Hallo? Ich fahre jetzt hier rum. Wie soll die mich denn jetzt spotten noch? Das hat geklappt, wenn die mich jetzt erschießen würde. Ich schieße jetzt hier dem IS-8 hinten rein. Steht doch hier so, oder? Ja, na klar! Alter, der hat 3 Sekunden, 4 Sekunden mehr Reload als ich. Weißt du? Der hat über 11 Sekunden. Ich habe irgendwas bei 8 Sekunden, glaube ich. Oder so. Ja, knallt der dich noch weg hier. Das ist echt unfassbar. Das Arti. Super. Erste Runde. Ach, ey. Ganz ehrlich. Diese verschissene Objekt, ey. Nur wegen der. Jetzt bin ich gespannt, was ich hier kriege. Oh. Oh, das ist gefixt. Guck mal, ich komme ganz schnell raus. Ach. Ja, na klar. Hier. Könnt ihr mir mal Arsch lecken, könnt ihr mich mal. Was ist denn das für ein Scheiß? Da 300, hier 400. 300 mit einem Schuss. 384, ne? Mit der. Ach, ist das bekloppt. 226 Spot. Drei Ketten. Ne, hier 226 Kettenabschussschaden. Hm. 5 Schuss, 4 Treffer, 3. Da kann ich ja froh sein, dass ich. Guck dir doch das an, wenn ich hier das Plus nicht gemacht hätte, dass diese. 2000 und 1600. 1600 für einen Tier 9 Heavy? Alter. Pff, hallo? Ganz ehrlich. Das ist doch lächerlich. Oh. Das. Warte mal. Oh, das hört man, glaube ich. Ey, so eine Scheiße. Ganz ehrlich, Freunde, das könnt ihr euch echt knicken. Ach. Scheiße, ey. Wie. Ich muss gerade mal ganz kurz hier eine Mahnung schreiben. Weil. Jetzt ging das Ding hier schon wieder. Ach Mensch! Ich bin heute aufgebracht. So, ja, erste Runde war ja für den Arsch hier. Das muss ich mal ganz kurz hier. Das ist ja GC. Hier. Geil. Ist ja für den Arsch. Das geht ja schon mal gut los. Aber es gibt ja, ich habe das hier gelesen, man kriegt ja nochmal, das habe ich mich vorinformiert. Und zwar, wenn man irgendwie. Da kriegst du das noch irgendwie, wie war das? 1,25. Das ist bekloppt, das ist aber kein. Wo ist denn das? Was ist das doch nicht? Besatzung ist entscheidend, das ist ja beschiss. Das ist ja Besatzungserfahrung, das will ja keiner. Also die kannst ja. Die ist ja jetzt nicht so toll. Zeit für Qualität. Im Tag, so. Gehende Förderung. Ach, das ist ja das hier mit denen. Ich hab das hier lesen. Multipilator. Besatzung, alles zum Wargaming. Ach, ist das wieder Wargaming? Das habe ich jetzt irgendwie, das habe ich nicht mitgekriegt. Das war heute Mittag, wo ich da, oder heute Nachmittag, wo ich da geguckt habe, war das noch nicht drin. Hm. Ich kann ja jetzt nicht nur eine Runde Conqueror abfahren. Aber die erste war schon scheiße eigentlich, ne? Das ist ja jeder Tag, hä? Ist ja jeder Sieg mal zwei? Und dann habe ich mich umsonst aufgeredet. Hä, ich hab das doch gelesen, die ganzen Informationen zum Wochenende. Was ist denn das? Also manchmal, ja, wie spät das kommt. Du kannst echt auf der Ami-Seite gucken. Weißt du, da siehst du das 2-3 Tage vor dem Ding. Also Mittwoch siehst du das, was ab Samstag drin ist. Ja. Und hier auf der EU-Seite, da kriegen die das nicht gebacken.
Da siehst du das Freitag Nachmittag um 17 Uhr siehst du das erst, was los ist am Wochenende. Also, naja. Der Conqueror ist schon ein schöner Panzer, eigentlich. Also hat eine gute Feuerrate. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lang der Reload war hier. Er hat 5,71 Schuss pro Minute. Auf jeden Fall der IS-8 wesentlich mehr. Ich kann hier kurz auf 8 switchen. Also wesentlich nicht, aber 4. Er hat 4,88 Schuss. Das war gut. Und ich habe hier halt alles drin, also. Keine Ahnung. Beschiss. Ja. Gut. Ja. Das war jetzt eine sehr ragey Folge. Ich würde die auch an dieser Stelle erstmal unterbrechen und würde sagen, es war jetzt hier ganz schön. Jetzt hoffe ich, ich versuche mal vielleicht, dass ich hier in der Session ein bisschen ruhiger bleibe. Ich habe das gemerkt bei der letzten Session, die ich gemacht habe, wo ich die 7, 8 Folgen oder so, ich da glaube ich gemacht am Stück. Da habe ich halt auch gemerkt, wie ich halt so nach, spätestens so nach der dritten Folge habe ich dann irgendwann, da was wirst du denn so angefressen von diesen ganzen Menschen? Ich habe eben geschrieben, ja, danke, jetzt habe ich das Vibrieren in der Aufnahme. Habe ich eben geschrieben, ne? Was machen sie? Ja? Die schreiben nochmal. Vor allem, ich habe das Telefon auf stumm. Es ist nur die Vibration an, weißt du? Das liegt hier neben mir, damit das Telefon lädt, das Telefon, ne? Ich schreibe, dass ich das Vibrieren jetzt in der Aufnahme habe. Damit war ja auch gleichzeitig logisch vorausgesetzt, dass ich ab jetzt nicht mehr angeschrieben werden will. Weißt du? Und es ist manchmal, fragst du dich echt. Nee, ganz ehrlich, ist egal. Ich bedanke mich für diese Folge. Ich reg mich jetzt. Ich bin auf dem Punkt gerade, wo ich mich sowieso über jeden Scheiß aufrege. Und daher ist egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser Folge und bis zum nächsten Mal.